Hier ist die neue Lichtbotschaft des Oberkommandanten der Galaktischen Konföderation, Lord Ashtar. Hört nun gut zu, denn Lord Ashtar hat euch nun Folgendes zu berichten. Die Zeit schreitet voran und seid versichert, dass Maßnahmen getroffen werden, die Einleitung der vielen Veränderungen zu beschleunigen, die auf ihre Umsetzung warten. Endlich ist erkannt worden, dass die Situation unerträglich zu werden droht und dass die Menschen verzweifelt darauf warten, dass angekündigte Dinge endlich Wirklichkeit werden. Zwar neigen die Menschen von Natur aus dazu, ungeduldig zu sein, aber es sind zum Beispiel nun schon einige Jahre vergangen, seit zum ersten Mal über Vorbereitungen zur Neubewertung der Währungen und deren Einführung gesprochen wurde. Und wenn es auch ermutigend für euch gewesen sein mag, zu wissen, dass diese Vorbereitungen Fortschritte machen, hatte es dennoch den Anschein, dass die Verzögerungen den Erwartungen hohn sprechen. Deshalb wäre es wirklich aufmunternd, wenn zuverlässige Hinweise darauf gegeben werden könnten, dass ein wahrscheinliches Timing zu erwarten ist. Zumindest würde das die Sorgen vieler Menschen lindern und ihr Gemüt beruhigen. Galaktische Botschaften gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ebenso findest du dort einen Link zu dem neuen zweiten Ashtar YouTube-Kanal mit galaktischen Botschaften. Bitte besuch ihn und abonniere diesen. Er ist ein Sicherheitskanal. Das grundlegende Problem dahinter wurde ja bereits erläutert, es geht hier immer noch um die fortgesetzten Störmanöver der dunklen Kräfte. Diese geraten jetzt immer mehr unter Kontrolle und sind daher nicht mehr so wirksam. Wir wissen, dass die Umwertung an oberster Stelle in euren Gedankengängen steht. Eigentlich sind die Vorbereitungen längst abgeschlossen, aber das Ganze ist eine sehr umfangreiche Operation, in die viele Länder involviert sind. Sobald aber die Dinge in Gang gekommen sind, besteht nur noch wenig Spielraum für Fehler. Das muss nun in Gang kommen und innerhalb äußerst kurzer Zeit zum Abschluss gebracht werden, um sicherzustellen, dass die Prozedur fehlerfrei vonstatten geht, und deshalb ist es auch jetzt noch das Warten wert, damit ein totaler Erfolg garantiert ist. Das wird dann der Beginn einer ganzen Serie von Veränderungen sein, die euch langsam aber sicher ins neue Zeitalter befördern werden. Die höheren Mächte des Lichts werden beteiligt sein und helfen, sicherzustellen, dass ein fehlerfreier Wechsel vonstatten geht, und dass Eindringlinge oder negative Einflüsse ferngehalten werden. Da die Zeit weiter voranschreitet, wird es immer wichtiger, dass ihr euch auf die Zukunft ausrichtet. Die Menschheit als Kollektiv wird allmählich immer machtvoller mit ihren Gedanken, und wir hatten ja bereits vorausgesagt, dass ihr euch dessen auch zunehmend bewusst werdet. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Kontrolle über eure Gedanken gewinnt und nach Möglichkeit negatives Denken oder Handeln vermeidet. Ihr habt bereits gezeigt, dass ihr die Kraft zu dieser Selbstkontrolle habt, nachdem ihr den jetzigen Punkt eurer Entwicklung erreicht habt. Und wenn ihr weitere Fortschritte macht und die Schwingungen sich immer weiter erhöhen, wird es noch einfacher werden, sich einen positiven Gemütszustand zu erhalten. Zusätzlich zu den blauen Avianern halten sich auch viele andere Interessierte in eurem Sonnensystem auf und warten darauf, mitzuerleben, wie sich euer Aufstieg vollzieht, ein Ereignis, das gefeiert werden muss. Die Tatsache, dass nur wenig oder gar keine Publicity darüber herrscht, mag traurig stimmen, aber man muss sich auch klar machen, dass möglicherweise nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung daran interessiert ist oder dies wirklich glauben möchte. Wir wissen aber, dass dies die anderen nicht abhalten wird, die darin involviert sind. Sie werden sich ihre eigenen Feierlichkeiten erfreuen, ungeachtet allen anderen um sie herum. Mit fortschreitender Zeit wird dennoch die Wahrnehmung solcher spirituellen Vorgänge, die sich auf eure Zukunft auswirken, mehr an Bedeutung gewinnen. Wir schmunzeln über euren Witz, dass sich die Dunkelmächte jetzt noch Hoffnung machen, irgendeinen Ausweg aus der Klemme zu finden, aber wir verstehen dessen Bedeutung. Zwar existieren wir auf einer hohen Schwingungsebene, haben aber dennoch auch Sinn für Humor. Ihr habt das Sprichwort, Lachen ist die beste Medizin, und dem können wir nicht nachdrücklich genug zustimmen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Zustände auf der Erde sich noch verschlimmert haben, und es herrscht eine grundsätzliche Malaise, die von jenen wenigen herbeigeführt wurde, die über die vielen herrschen. Das wird sich ändern, wenn die hauptsächlich davon Betroffenen ihre Lektionen gelernt haben. Das ist so etwas wie ein Vermächtnis des vorigen Zeitalters,
und manche Gruppen auf der Erde reagieren immer noch zu langsam auf die ihnen gewährten Chancen, sich in die höheren Schwingungen hinauf weiterzuentwickeln. Hinter den Kulissen arbeiten viele daran, die Dinge zum Abschluss zu bringen, und sie präsentieren den Betroffenen Gelegenheiten für friedliche Lösungen. Am Ende wird es ein Zusammenfinden geben, wenn erkannt wird, dass Kooperation und das Miteinanderteilen ein wesentlich besserer Weg ist, Frieden zu schaffen. Irgendwo auf diesem Weg werden dann auch die Schritte zur Umsetzung der Währungsneubewertung unternommen werden, die mithelfen werden, die Grundlage für den künftigen Frieden auf Erden zu schaffen. Aufgrund der Attacken von YouTube und der hinterlistigen Demonetarisierung von Merksame und Vibes durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Die Wahrheit darüber, was die Zukunft für die Menschheit bereithält, kann nicht mehr viel länger verheimlicht werden, denn viele fortschrittliche Entwicklungen, die bisher verheimlicht wurden, müssen in die Tat umgesetzt werden, damit ein wirklicher Fortschritt erreicht werden kann. Da stehen Veränderungen an, die für die Lebensqualität einen großen Unterschied bewirken werden, und das herausragende Beispiel dafür ist die freie Energie und die Möglichkeit, diese frei zu nutzen, um heißes Wasser und notwendige Heizenergie bereitzustellen und Apparate zu konstruieren, mit denen sich arbeiten lässt. Das wird die Tür zu neuen Vorrichtungen öffnen, deren Betrieb früher und auch gegenwärtig noch viel zu teuer gewesen wäre. Die Möglichkeiten sind endlos, einschließlich alternativer Transportmethoden. Die Grundlagen dafür sind in vielen Fällen eigentlich längst geschaffen, und es muss nur die Geheimhaltung um sie aufgehoben und ihr freier Gebrauch gestattet werden. Zu unterschiedlichen Zeiten wurdet ihr nur mit kleinen Informationshäppchen abgefüttert hinsichtlich dessen, was die Zukunft bringen wird, aber ihr verdient jetzt, umfangreicher informiert zu werden. Fortschritt kann nicht mehr viel länger unterdrückt werden, denn er ist notwendig, damit die Menschen sich über ihren derzeitigen Stand hinaus weiterentwickeln können. Das wird ihnen helfen, sich leichter an den kommenden Wandel anzupassen, auf den sie vorbereitet werden. Ihr hört nie auf zu lernen, und sobald ihr eine Wegmarke passiert habt, erscheint schon wieder eine neue. Dennoch ist die Evolution sorgfältig geplant, und mit Hilfe auserwählter Wesenheiten, die die notwendigen Qualitäten und Erfahrungen mitbringen, wird es möglich sein, die nächste Entwicklungsstufe zu verwirklichen. Diese muss auf einem Niveau angesetzt werden, das sich im Rahmen der Fähigkeiten der meisten Seelen befindet, während ihnen reichlich Zeit gelassen wird, neue Informationen zu verarbeiten. Oftmals sind die Verhältnisse für kurze Zeit chaotisch, aber für gewöhnlich beruhigen sie sich dann wieder in Vorbereitung auf die nächste Schwingungserhöhung. Vergesst nie, dass ihr eure Geistführer bei euch habt, die euch durch viele Lebenszeiten hindurch begleiten, und wenn sie wissen, dass ihr euch ihrer Führung bewusst seid, können sie enger mit euch zusammenarbeiten. Manchmal sprechen die Menschen von imaginären Begleitern und finden Trost darin. Macht euch dennoch klar, dass diese für gewöhnlich real sind und entzückt, mit euch in Kontakt treten zu können. Manchmal nennt ihr es eure Intuition, aber da sind eure Geistführer, die euch oftmals dabei helfen, Probleme zu lösen und euch beraten und sogar vorwarnen, falls ihr in irgendeiner Gefahr seid. Wenn ihr all diese Dinge in Betracht zieht, seid ihr in Wirklichkeit niemals allein, wenn ihr in Nöten seid, aus denen euch geholfen werden kann.